Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein bisschen was zu meinen, Monatsfavoriten erzählen. Ich habe sehr viele Lippenprodukte, aber auch ein bisschen Nägel, Foundation, ein Primer. Und ich habe auch einige Flops dabei. Ist euch aufgefallen, dass ich beim Friseur war? Gerade eben. Wenn mir diese kurzen Fisselhaare mir so ein bisschen auf den Sack gehen, auf Deutsch gesagt, dann gehe ich zu meiner Lieblingsfriseurin, der Caroline, und die schneidet das echt immer sehr schön. Vor allem gibt sie sich halt Mühe, dass das alles akkurat ist, und es ist einfach total praktisch. In 2 Minuten habe ich eine Frisur und aber das nur so am Rande. Also wenn ihr neugierig seid, was mir eigentlich diesen Monat ganz gut gefallen hat und was weniger, dann bleibt dran. Ich fange mal an mit Foundation, und da habe ich zwei. Also eine, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, auch vom Finish her, das ist die Fit Me von Maybelline, die Matte & Poreless. Ich habe hier die Farbe 120. Ich merke immer mehr, dass meine reife Haut einfach keine stark deckenden Foundations verträgt. Ich habe die Estee Lauder Double Wear, ich habe mir jetzt noch eine von Trade It Up gekauft und verschiedene andere. Und die haben halt natürlich einen sehr hohen Puderanteil, deswegen decken die ja so gut. Hat zum einen den Nachteil, dass es sehr stark austrocknet, wegen des Puderanteils. Zum zweiten wird es bei mir einfach alles im Laufe des Tages sehr cakey. Egal, was für ein Puder ich nehme, sogar dieses Zauberpuder von Michaela Konrads. Aber ich bin da noch ein bisschen am Testen. Und diese hier hat ein super schönes Hautfinish. Sieht einfach toll aus, ohne dass es totmatt ist, sondern sie hat eigentlich, finde ich, noch so einen leichten Sheen. Sehr, sehr, sehr schön. Kann ich auch ohne Primer, ohne alles tragen. Und vor allen Dingen wird sie im Laufe des Tages nicht cakey. Also ich finde die sehr, sehr gut, und die kostet um die 5 Euro. Was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist hier von Max Factor Miracle Touch Liquid Illusion Foundation. Ich habe hier die Farbe Golden 075. Es gibt 4 verschiedene Farbtöne, wobei die alle relativ ähnlich sind, muss ich sagen. Ich habe von der 2 verschiedene. Und also es gibt keinen großen, signifikanten Unterschied auf der Haut, sag ich mal. Es gibt 2, die sind mehr so ein bisschen in die Rosé-Richtung, und 2, die sind eher in die warme Richtung. Ich habe die in der warmen. Hinten kommt es auch hier mit so einem kleinen Schwämmchen, was eigentlich ganz praktisch ist. Und dann wird es hier so aufgedreht, und hier ist diese Foundation, und die ist vom Auftragen her sehr einfach, lässt sich sehr schön verteilen, lässt sich auch ein bisschen schichten, hat ein wunderschönes Hautfinish und sieht sehr, sehr natürlich aus. Also kann ich sehr empfehlen, gefällt mir sehr gut. Und was mir auch gut gefallen hat, ist von hier, von Margret Astor, Skin Match Perfect Primer. Der hat einen SPF von 25, was ich super finde, und der macht ein tolles Hautbild einfach. Ich gebe den über das ganze Gesicht. Der ist so ein bisschen, wie ihr seht, rosafarben. Zieht schön ein, ist aber überhaupt nicht silikonisch, also so, dass es dann irgendwie die Poren verstopft oder dass es dann so künstlich auf der Haut umherrutscht. Und wie ihr seht, so einen ganz, ganz, ganz leichten Sheen vielleicht. Und das sowohl lässt sich also mit sehr vielen Foundation wunderbar kombinieren, ohne dass dass es irgendwie an der Konsistenz oder vom Auftrag der Foundation irgendwas ändern würde, finde ich super. Und für die Größe, also das sind 30 Milliliter drin, das ist schon eine ganze Menge. Kann ich sehr empfehlen. So, dann habe ich diesen Monat viel Lippe getragen. Ich habe viel Lippe getragen. Habe eine dicke Lippe riskiert. Ich habe hier dummerweise echt hier, keine Ahnung, verschiedene Pickelchen bekommen. Liegt aber, glaube ich, eher an meinem hormonellen Status. Ich bin normalerweise kein Lipgloss-Träger, aber in letzter Zeit bin ich auch so ein bisschen dazu übergegangen, einfach weil meine Lippen so dermaßen trocken sind und alle nur noch totmatt tragen, dass ich eigentlich ganz gerne irgendwie auch mal was Glänzendes haben möchte. So, und da habe ich hier von Manhattan ist der heißt Oh My Gloss. Die Farbe, also ich hätte mir den wahrscheinlich so nicht so gekauft. Aber ich liebe diesen Gloss aus 2 Gründen. Der eine ist, dass mir mein Sohn den zu Weihnachten geschenkt hat. Und von da gesehen ist er sowieso schon Favorit. Aber dieser Gloss ist wirklich Bombe. Also der ist
Der sieht auf den Lippen sehr, sehr schön aus. Ich kann es ja mal auftragen. Der klebt überhaupt nicht. Also es gibt nicht, also es ist nicht so eins dieser Klosse, die so bappig sind, ne? Und wenn haben dann, naja, mit meinen kurzen Haaren ist es jetzt kein Problem mehr, dass mir irgendwelche Haare ins Gesicht fliegen würden, die dran kleben bleiben. Von da gesehen ist es natürlich jetzt ein Vorteil. Aber der klebt gar nicht und der hat eine wunderbare Konsistenz, hat ein großartiges Tragegefühl. Und von denen werde ich mir sicherlich noch mehr kaufen. Also ohne meinen Sohn, ganz ehrlich, hätte ich den nie entdeckt. Der Süße, mein Sohn ist 9. Also finde ich cool. Was mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, und zwar, was ich immer so als Pflege auftrage, Öle sind ja mittlerweile in aller Munde. Ich mache vielleicht mal ein extra Video zu Ölen, weil Öl ist nicht gleich Öl. Und mittlerweile ist ja irgendwie so, Arganöl ist das Beste. Nein, so ist es nicht. Öle gibt es sehr viel verschiedene, auch mit unterschiedlichen Eigenschaften, Pflegeeigenschaften. Und das, was vielleicht für jüngere Haut gut ist, ist nicht unbedingt das, was die reifere Haut braucht. Und dann zum Beispiel, wenn man das auch im Gesicht aufträgt, ist es auch die Frage von wegen, in welcher Reihenfolge trage ich ein Öl auf, dass es wirklich in die Haut einzieht und nicht, dass es irgendwie dann einfach irgendwie auf der Haut bleibt, ohne dass es eigentlich seinen Zweck erfüllt. Und reife Haut hat andere Ansprüche. Aber vielleicht mache ich da mal ein extra Video zu. Dieses hier ist ein von Sunshine Goodies. Das war so eine Limited Edition Divine Shine Lip Oil von P2. Abgesehen davon, dass das Packaging einfach wirklich toll ist, finde ich super. Das ist ein klares Öl hier mit so einem Applikator. Ich habe mir gedacht, an was erinnert mich das? An was erinnert mich das? Und es riecht total nach Honig. Hat aber eine wunderbare Konsistenz und ich gebe das immer auf meine Lippen auf, wenn ich anfange, mich zu schminken. Und es pflegt extrem schön und ist also ein ganz, ganz tolles Pflegeöl, finde ich super. Also wenn ihr das irgendwo noch seht oder wenn ihr das zu Hause habt, sehr schön. Also, dann vielleicht noch kurz zu den Augen. Zu den Augen habe ich nicht so wahnsinnig viel, aber ein paar Mascara. Nach wie vor ist diese hier, das ist glaube ich das Absolute Lashes von W7. Das ist ein Dupe von der Benefit, glaube ich, ne? Super. Einfach Bombe. Ich finde immer wieder, jeden Tag greife ich zu verschiedenen Mascaras, aber auch eben zu der. Ich liebe dieses Bürstchen, ich liebe einfach alles an der Mascara und sie ist mein absoluter Favorit. Und wenn die leer geht, kaufe ich mir die auf alle Fälle nochmal nach. Was ich auch häufig mache, ist, dass ich mir die Bürstchen aufhebe, weil meistens diese Größen hier genormt sind. Das heißt, wenn die mache ich mir eben sauber, desinfiziere die mit Alkohol und verwende die eben für eine andere Mascara, wo mir das Bürstchen nicht so gut gefällt und zack, habe ich meine Mascara. Also das ist so ein kleiner Tipp am Rande, so wie ich das mache. Mascaras, die ich richtig, richtig schlecht finde, sind die beiden. Die eine, die heißt Mega Volume Manga, die ist auch von Maybelline. Ich dachte immer, diese Manga-Reihe wären irgendwie alle cool. Maybellines, nein, die ist von L'Oreal, sorry, nicht von L'Oreal. Naja gut, Maybelline und L'Oreal kommen sowieso aus einem Haus. Also die ist von L'Oreal. Das Packaging finde ich schön, also zumindest von der Farbe her. Und die zeigen auch vorne im Display immer, wie die Bürstchen aussehen. Was aber in dem Display nicht zu sehen ist, dass dieses Ding hier so ein geschissenes Gelenk hat. Das ist so scheiße, auf Deutsch gesagt, einfach weil man da keinen Widerstand hat, um halt richtig schön zu tuschen. Das nervt mich ohne Ende. Abgesehen davon, dass ich auch das Bürstchen nicht so toll finde. Ich habe mir da wirklich mehr versprochen. Und also wie gesagt, ich komme mit der überhaupt nicht zurecht, weil es einfach keinen Widerstand hat. Ich kann gar nicht richtig kräftig tuschen. Also was ich machen werde, ist, dass die ist bald leer, dass ich dieses Bürstchen da reinstecke und dann die Mascara aufbrauche. Und das wird hoffentlich funktionieren, weil ich glaube, von den Formulierungen her tun die sich alle nicht so viel. Aber wie gesagt, also wenn da so ein Gelenk dran ist, ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll. Warum? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Die andere Mascara, die hier, die ist von Maybelline, False Push-Up and Drama. Finde ich auch nicht so gut. Also das Bürstchen fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich liebe ja diese Plastikbürstchen und es hat auch eben hier, ne, einen schönen Widerstand. Aber die ist sehr, sehr feucht. Also das heißt, wenn ich die aufgebe, dann pappt es mir meine Wimpern zusammen. Also ich wollte eigentlich Volumen haben, aber das ist so eine Mascara, die
extrem die Wimpern verklebt, die sehr feucht ist und die man entweder als erstes oder als zweites aufträgt, noch zusammen mit einer anderen Mascara, alleine eben nicht. Und wie auch immer, also wie gesagt, wenn ich die auftrage, ich mag es lieber, wenn die, naja, wenn jede einzelne Wimper umhüllt ist und so ein Volumen gibt, aber wenn es halt eben definiert ist und die definiert überhaupt nicht. Also die pappt zusammen und dann hat man da so Klumpen auf den Wimpern, gefällt mir überhaupt nicht. Lippen. So, dann, es gibt ja von NYX eben auch diese Liquid Lipsticks. Und da gibt es einmal diese Lingerie-Reihe und diese Liquid Suede. Suede heißt übrigens Wildleder und es schreibt sich oder spricht sich Suede und nicht Süd oder Süde, keine Ahnung, also Suede. Diese Suede sind richtig, richtig toll, weil die nicht komplett abtrocknen, sondern noch so ein leichtes, so ein bisschen feucht bleiben auf den Lippen, hat man ein super tolles Tragegefühl. Diese Lingerie sind eine Katastrophe, finde ich. Also für meine Lippen sind die gar nichts. Die haben zwar coolere Farben, man sieht ja auch hier diese Cool-Tone-Farbe, das sind halt eben mehr so Standardfarben. Und da gibt es halt sehr viel coolere Farben. Von den Farben her sind die richtig toll. Von der Qualität her richtig schlecht. Also die trocknen aus, die haben ein furchtbares Tragegefühl. Das fängt dann an, in der Mitte so abzubröckeln und sich unschön abzutragen, also auch ungleichmäßig abzutragen. Ja, man kann natürlich vielleicht irgendwie versuchen, irgendwie unten drunter halt noch eine Pflege aufzutragen, dann das drauf zu machen, aber das sind halt alles nur Krücken und Hilfsmittel. Hat natürlich irgendwie auch Einfluss auf die Tragedauer, also wie gesagt, hop, top, top, flop. Nein, top, flop, sowas. Meine Güte, bin ich verwirrt. So, wenn wir dann bei den Lippen bleiben, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, eben weil meine Lippen so beansprucht sind und ich einfach das Bedürfnis habe, unwahrscheinlich meine Lippen zu pflegen. Die habe ich euch erst letztens in die Kamera gekauft, als ich die gekauft habe. Und zwar sind die von Catrice. Und zwar heißen die Luminous Lips. Ich habe hier die Farbe 170 und 150. Und die sind sehr, sehr schön. Einfach, weil die richtig toll pflegen. Die haben eine ganz tolle Konsistenz, eine wunderbare Pflegewirkung. Ich finde die super einfach zum Auftragen. Sehr, sehr schön. Also für momentan, für beanspruchte Lippen und dass man mal irgendwie was anderes hat und sowas, die sind im Ausverkauf momentan. Also zumindest diese zwei Farben, weil die wohl aus dem Programm gehen, was sehr schade ist, weil wie gesagt von der Konsistenz und von der Pflege her finde ich die sehr schön. Haben natürlich eine kürzere Haltbarzeit oder Haltbarkeitsdauer auf den Lippen, ist klar, aber mei, was soll's. Statt jetzt irgendwie so ein Liquid Lipstick zu nehmen, finde ich es viel cooler, was die Koreaner machen. Die Koreaner haben ihre Lip Tints. Und die haben eben auch eine sehr, sehr lange, oder es gibt auch Lip Stains, also die haben auch eine sehr unterschiedliche Tragedauer. Aber es sind halt meistens sehr, sehr, sehr lange auf den Lippen. Aber sie sind auf Wasserbasis und sie trocknen nicht aus. Und sie haben und sie sehen auch sehr, sehr natürlich aus. Ich habe hier ganz verschiedene. Ich habe hier von Misha, das ist auch von Misha. Dann habe ich hier welche. Von wem sind die denn? Die sind von Tony Moly. Auch ein unwahrscheinlich schönes Packaging. Habe ich hier. Ja, also verschiedene Farben. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich zeige euch das mal. Sieht eher aus wie so ein... Nochmal. Sieht aus eher wie ein Nagellackfläschchen. Die haben hier so einen Applikator. Und... Aber auch wirklich toll, weil die sehr opak sind. Also das heißt, man kann richtig schön die Lippe auch ausmalen und einfach super. Dann habe ich hier noch, das ist auch für mich, das heißt Jelly Tint. Es gibt eben verschiedene Konsistenzen. Auch von denen hier, die sind ein bisschen, also nicht so komplett, nicht so opak auf den Lippen. Es gibt also unterschiedliche Konsistenzen. Dann habe ich hier nochmal, das heißt Pop Plastic Jelly Tint. Also einfach ganz unterschiedliche
Das ist nur so ein Hauch von Farbe. Kann man sich aber wunderbar so ein bisschen auf die Lippen auftupfen. Sieht krass shocking hier auf dem Pinselchen, auf dem Applikator. Aber wie gesagt, auf den Lippen eine wunderschöne, natürliche Farbe. Und ich finde diese Dinge einfach bombig. Also wenn ihr, das gibt es ja mittlerweile alles über das Internet, seht ihr mal hier, das ist einfach nur so ein Hauch von Farbe. Wunderschön. Und es färbt die Lippen einfach sehr, sehr natürlich. Ihr müsst natürlich schon gucken, dass ihr wirklich nicht übermalt. Weil wenn ihr übermalt und das Ding hält, und dann hält es wirklich den ganzen Tag. Aber die Farben, also wie gesagt, super, super schön. Und sie sind, das trocknet nichts aus. Also wenn ihr da so ein bisschen Probleme habt und auch für den Sommer, finde ich die Bombe, kauft euch sowas mal. Also die gibt es auch über Amazon, kann man die bestellen. Und dann gibt es auch irgendwie mittlerweile Webpages, die sich komplett auf koreanische Produkte spezialisiert haben. Das Einzige, was es hier in Deutschland gibt, was genau dieselbe Konsistenz hat und genau dieselbe Richtung geht, das ist hier von Metten, das heißt Endless Day Liquid Lip Tint. Das ist tatsächlich auch ein Liquid Lip Tint. Gibt es in verschiedenen Farben und ist genau so von der Konsistenz her, hat eben diese Vorteile, dass es wie eine Farbe ist, eine wässrige Farbe, wie so eine Aquarellfarbe, hält aber auch wunderbar und trocknet nicht aus. Also wenn ihr das mal probieren wollt und habt keine Lust, euch jetzt von Originalherstellern das jetzt irgendwo hier zu kaufen, wie gesagt, hier von Manhattan Liquid Tint Endless Day, von Manhattan, super. Kann ich nur empfehlen, finde ich großartig. Wie gesagt, hier seht ihr die Farbe, gibt es auch in anderen Farben, richtig, richtig toll. Also ist so die Entdeckung für mich persönlich und bin damit weiß, super zufrieden. Der trocknet aus ohne Ende. Der hat, ich habe noch nie einen Nagellack gehabt. Meine Nägel, die haben die, weil ich den in letzter Zeit benutzt habe, ihr seht ja von wegen, wie oft ich den benutzt habe, weil ich nichts anderes zu Hause hatte. Meine Nägel waren komplett gesplittert. Die haben alle abgebrochen ohne Ende. Schlimm, 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 schlimm. Und ich führe das auf diesen Nagellackentferner zurück. Also den werde ich jetzt auch wegschmeißen. Ich wollte den nur mal in die Kamera halten. Also der ist von Isana, wie gesagt, vom Rossmann. Also auf keinen Fall mehr. Also das heißt, nur weil es acetonfrei ist, ist er nicht irgendwie schonend für die Nägel. Wer sehr gut ist, wenn ich sehr gerne mag, ist von Evelyn. Da habe ich mir jetzt welche gekauft, ideal bei empfindlichen Nägeln. Den hatte ich vorher schon mal. Der ist gut. Also wie gesagt, meine Nägel waren eine einzige Katastrophe. Evelyn ja, Rossmann nein. So, und da habe ich auch noch mal ein paar Nagellacke, die mir gut gefallen haben. Und zwar von Trend It Up. Ich mag ja gerne solche Rosenholz, Nude-Töne, ein bisschen pinkig. Und von Trend It Up habe ich sehr, sehr viele Farben von denen. Das ist die Reihe Double Volume und Shine Nail Polish, also ganz normal. Was die jetzt haben, ist von Trend It Up UV Power Gel Nail Polish. Der ist so ein bisschen in einer abgerundeten Flasche. Und der ist richtig toll. Warum? Weil der einfach viel länger hält. Erstens mal trocknet er schneller. Und zweitens mal hält er länger. Also das ist ein wirklich signifikant besser als der hier. Der splittert mir am nächsten Tag schon ab, egal ob ich jetzt ein oder zwei Schichten drauf habe. Das machen aber übrigens viele bei mir. Liegt vielleicht aber auch irgendwie an meinen brüchigen Nägeln momentan. Der hier hält viel, viel besser. Erstens mal trocknet er sehr schnell. Was ich überhaupt nicht oder was ich hasse wie die Pest ist, wenn ich mir zwei Schichten aufgetragen habe und gehe 4 Stunden später ins Bett und habe am nächsten Tag überall so von der Bettdecke Falten, Abdrücke und so weiter, da könnte ich kirre werden, auch wenn ich 4 Stunden vorher lackiert habe. Das passiert mit dem nicht. Da trage ich 2 Schichten auf, mit durch das UV-Licht eben, die UV-Strahlen im Licht, Tageslicht, trocknet der ganz normal, der wird Bombe, der wird schön, da sieht der Nagellack toll aus. Und wie gesagt, schnelle Trocknung und hält viel, viel länger. Also große Empfehlung. Dann noch vielleicht ein schlechtes Produkt, damit ich nicht mit irgendwas Schlechtem aufhöre. Man soll immer mit was Positivem aufhören. Was auch richtig, richtig scheiße ist. Und zwar ist es ein Nagelhärter. Four Seasons. Keine Ahnung, wo ich den überhaupt her habe. Den habe ich mir gekauft, weil eben brüchige Nägel. Aber wenn ich den drauf mache, der trocknet einfach nicht. Der bleibt einfach feucht und klebrig. Sowas habe ich nicht erlebt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also ich trage den auf und er wird einfach nicht fest. Schmeiße ich weg.
So, aber noch zwei richtig schöne Sachen hier von Essence. The Dogs. Das ist auch ein Gel Nail Polish. Das ist die Farbe irgendwie Dark Chocolate oder irgendwie sowas. Wie heißt der? Need Your Love. Okay, I Need Your Love. Das ist ein ganz, ganz, ganz dunkles Schokoladenrotbraun. Tolle Farbe. Super schön. Sieht auch auf den Fußnägeln sehr toll aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und zum Schluss noch irgendwie ein kleines Schätzchen. Und zwar diese Farbe hier von Max Factor. Erstens mal mag ich, bin ja sowieso ein Max Factor Fan. Generell. Ich liebe die Produkte von denen. Finde die Größe super schön, schön handlich. Auch gut zum Mitnehmen. Und warum liebe ich diese Farbe? Weil es exakt, wirklich 100% exakt das Dupe ist von Chanel Particulier. Das ist dieser mega, super, duper gehypte Chanel-Nagellack, dieses Grège, ne? Braun oder grau und beige als Grège Particulier. Da gab es Wartelisten in München, Wartelisten für diesen Nagellack, der 25 Euro kostet und auch von der Tragedauer nicht irgendwie signifikant besser ist als ein Nagellack, der jetzt irgendwie nur 3 Euro kostet. Und das ist exakt die gleiche Farbe. Das ist die Nummer, Moment, die Nummer 165 Hot Cocoa, genau. 165 Hot Cocoa. Wunderschön, finde ich toll. Ich habe eine Handtasche in der Farbe. Sieht schick aus. Vielleicht kaufe ich mir mal ein Auto in der Farbe. Naja gut, also kann ich nur empfehlen. Auch von der Qualität her, vom Auftragen her, sehr, sehr schön. Und ja, könnt ihr mal ausprobieren. So, ihr Süßen, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vor allen Dingen hat es euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle geholfen, einen Kaufentscheid zu treffen oder vielleicht mal was Neues auszuprobieren. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Tschüss.